Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Yakinator. Und natürlich Yakinator, dem Imperator und unseren tollen Generälen, die hier ein großes Werk vollbringen im Moment. Ja, in der letzten Session haben wir Juvavum erobert. Übrigens, Juvavum war nun doch nicht Wien. Ich habe mich nochmal informiert, beziehungsweise wurde darauf hingewiesen. Ich habe nochmal nachgeguckt auf der Wikipedia und es scheint Salzburg gewesen zu sein. Oder so. Ja, doch, ich glaube schon. Salzburg. Okay, Juvavum Salzburg. Tja, okay. Nur mal so als kleine Korrektur. So, da ist Valerius Julius. Der kommt zu spät, wie gesagt, zum Schnitzelessen. Aber Schnitzel gibt es da jetzt eh nicht in Salzburg. Da gibt es höchstens ein bisschen Salz. Salzgebäck. Brezeln vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist ja auch so im Süden irgendwie. Und alles, was hier so südlich ist, da sind die ja förmlich verrückt nach Brezeln. Okay. Ich will jetzt nicht hier in irgendwelche Klischees abgleiten. Ah, verdammt, schon passiert. Gut, okay. Wir waren hier in Numancia und waren jetzt gerade dabei, Spanien zu erobern. Genau, da waren wir stehen geblieben. Dieser General hat auf jeden Fall noch ein bisschen Bewegungsfreiheit. Ich überlege, ob ich den jetzt nach da schicke oder nach da oben, wo dann auch noch eine kleine Stadt ist. Wer ist das überhaupt? Manius Julius. Der gute alte Manius. Drei Kommando, Mercenary Captain und ein Priester von Ceres. Und wir können uns natürlich noch ein paar schöne Söldnertruppen dazu kaufen, wenn uns danach ist. Beziehungsweise, wenn wir das Geld dafür dann haben. Ja, okay, Numancia. Ja, da ist ein Diplomat von mir. Ich werde mal jetzt ein bisschen... Ach, ich werde einfach mal ein bisschen scouten. Mal sehen, was da so los ist in der Gegend. Theoretisch wäre es wahrscheinlich effektiver, wenn wir dort einen Spion hinschicken. Aber ich glaube, wir haben keinen Spion. Nein, wir haben keinen Spion. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier schön Hastati bauen. Gut, jetzt mal aufs Kernland geschaut. Ich glaube, da hat sich jetzt nicht viel verändert. Juvavum, okay, das ist die erste Runde. Da konnte man noch nicht so viel machen. Und jetzt stehen da auch noch die Rebellen und machen Quatsch und belagern mich oder so. Keine Ahnung. Ich werde mal gucken, ob ich den Typen vielleicht doch noch ein zweites Mal ermorden kann. Jawohl! Und immer ruff auf die Omme. 95% Erfolgswahrscheinlichkeit. Und hat er es denn? Nein. Oh, der Attentäter hat sein Ziel verfehlt. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Gut, jetzt muss der nochmal bis zur nächsten Runde warten. Ach ja, Leute. Achso, und falls euch aufgefallen ist, in den letzten Folgen, beziehungsweise in den letzten Let's Plays, war es soundtechnisch immer ein bisschen unterschiedlich. Ich experimentiere gerade rum, werde wahrscheinlich demnächst mal ein wunderbares, tolles, Mega-Standmikrofon oder so investieren. Damit ihr einen lupenreinen Klang hier bekommt. Also der ist jetzt auch nicht schlecht, sage ich mal so, aber ein bisschen unbalanciert und so. Und das kriegen wir irgendwie noch besser hin. Ja, ich habe neulich auch in meinem Zimmer wieder ein paar Sachen aufgehängt, Bilder. Jetzt schallen die Wände wahrscheinlich nicht mehr so. Ich bin mir dessen noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich werde es ja dann hören. Das sind eh nur kleine Nuancen, sage ich mal, um die es hier geht, um die es mir geht. Und euch vielleicht auch, ich weiß es nicht. Vielleicht kriegt man das auf YouTube auch gar nicht so mit, diesen Ton- oder Soundunterschied oder so. Vielleicht kommt das gar nicht so bassig rüber bei euch. Ja, wer weiß. So, und hier waren wir aber stehen geblieben. Wir wollten Oscar erobern und das machen wir jetzt einfach mal. Haha, so, stolz wie Oscar. Gehen wir hier rein. Und ach so, wir haben ja schon. Eins reicht, ja, eins reicht. Gut, es sind nicht wirklich viele Truppen dort. Und diese Stadt werden wir uns auf jeden Fall unter den Nagel reißen. Ein paar von meinen Elite-Hastati-Einheiten sind auf jeden Fall dabei, die wir aus Numancia mitgeschleppt haben. Und ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Das wäre ungünstig. Varus, gib mir meine Legion zurück, sagte Caesar. Nachdem Varus im Teutoburger Wald den Germanen zum Opfer gefallen ward. Und so weiter. So, hier im Bild aber irgendwelche ägyptischen Typen. Lauter kleine Pharaonen, die hier aufgereiht sind. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Sieht aus wie die ägyptische Königskrone oder so, ne? Die war ja immer aus zwei Teilen zusammengesetzt. Okay, das soll uns jetzt nicht interessieren. Ruhe. Nein! So, okay, alles super. Es ist alles gesagt, was gesagt werden musste. Wir haben, wie gesagt, nur... Ja, also wir haben wirklich nur ein so ein Ding. Ein Eingang. Und ich werde mal schauen. Ah, da steht ein Turm. Aber wir werden hier angreifen, denn da steht kein Turm. Da werden wir schön die Ramme hinbewegen. So. Jetzt mal die Kollegen hier noch... Ja, die können ja eigentlich... Ja, doch, die stellen sich auch mal dahin. So, und die werden auf jeden Fall jetzt mal hier hingehen. Als zweite Reihe praktisch. Und alles, was so an Reiterei da ist, und das ist nicht wirklich viel, wird hier in die Reserve gehen. Gut, damit haben wir das. Schlacht starten. So, Gott sei Dank steht da kein Turm.
Jetzt können wir uns in aller Seelenruhe hier diesem Tor zuwenden. Für den Gegner ist das jetzt nicht besonders ideal, sag ich mal, weil hier ist doch ein kleiner Engpass. So, leider haben wir keine Venites dabei, sehe ich gerade. Na gut, das war ja eigentlich von vornherein klar. Gut, ich werde mal meine Super-Mega-Elite-Einheiten ein bisschen aussortieren. Das ist dann so die eiserne Reserve, die sich ganz am Ende in den Kampf stürzt. Meine Newbies, die kommen natürlich gleich in die vorderste Front. So, und die Rambok-Typen natürlich auch. Aber jetzt werde ich erstmal hier so mich da hinstellen. Hoffentlich können die jetzt keine Speere werfen, die Gegner. Ich guck gleich mal, was da so rumsteht. So, ach, die Pferde. Die Pferde kommen, können wir da hinstellen. So, okay, und jetzt haben wir hier, müssten wir jetzt noch diese beiden Einheiten übrig haben. Und die kommen dann genau hier so in die Lücke. Zack. Ach, die drei Super-Einheiten, die können sowieso noch ein bisschen nach vorne rücken, merke ich gerade. So, und wir verschwenden keine Energie, wir fangen hier nicht an, dumm rumzurennen. Wir müssen eh warten, bis dieser Rambok seine Arbeit getan hat. So, was erwartet uns denn dort? Oh, Kriegshunde. Verdammt. Yakinator. Das sieht nicht gut aus. Kriegshunde, das gefällt mir gar nicht. Können wir da vielleicht irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Wenn wir die jetzt anklicken oder Doppelklick oder so, geht nicht? Nee, geht nicht. Ich will eigentlich ein bisschen Info über die haben, was man dagegen machen kann gegen Kriegshunde. Ob die vielleicht gegen Pferde allergisch sind oder so. Das weiß man ja nicht. So, okay. Und die Ramme ist im Einsatz und sie rammt. Jetzt zeige ich das mal aus der nahen Perspektive. Bumm. Ja, mit dem Widderkopf vorne dran. Und aus was für ein Material ist die? Natürlich Holz größtenteils. So, und eine unsichtbare Kraft, wahrscheinlich ein unsichtbares Zwergenherr von mikrobisch kleinen Sklaven, so Nanotechnologie in der Antike, bewegt diesen Rambok immer hin und her und bringt die nötige Energie auf, um die Mauer hier zum Einsturz zu bringen. So, genug der Poesie. Ich glaube, jetzt ist es gleich soweit. Ah, 44% Schaden, na gut, okay. So, ich denke mal, die blöden Kriegshunde werden sich jetzt gleich auf uns stürzen. Für diesen Fall werde ich mal meine Kavallerie etwas doch nach vorne bewegen. Was ist denn da eigentlich noch? General ist da hinten. So, eine leichte Kavallerieeinheit und eine iberische Infanterie. Das ist relativ schwach, also schwache Infanterie hier. So mehr oder weniger die Hastati der Spanier, aber noch ein kleines bisschen schwächer als meine Hastati. So, und da hinten, ich weiß gar nicht, wartet da noch irgendwas auf uns? Na gut, ein paar kleine zu vernachlässigende Truppen oder so. Aber das soll uns erstmal nicht stören. Wichtiger ist, dass wir hier irgendwie zurechtkommen. So, und zwar in wenigen Sekunden ist dieses Tor kaputt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich werde meine... Sobald die fertig sind, legen die das Ding weg. So, leg mal weg das Scheißding. Mach erstmal das Tor kaputt. Los geht's, 92%, los kommt. Jawohl, 96. Und ein Schlag noch mit dem mächtigen Rambok und die Stadtmauer ist Geschichte. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt werden die bestimmt ihre blöden Hunde auf mich hetzen. So, und ich werde einfach mal mich auf die blöden Hunde stürzen. Hui, ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein tragischer Fehler, wie er häufig vorkommt bei Rome. So, nicht, dass die Pferde jetzt noch Angst vor Hunden haben oder so. Das wäre ultra tragisch, aber es sieht ganz gut aus. 52 der eine, 33 der andere und ja, jetzt werden es ein bisschen weniger. 50, 33 trotzdem noch. Ja, doch, ich glaube, die Hunde, die machen langsam schlapp oder so. So, jetzt werde ich mal meine Kavallerie auf jeden Fall nach da hinten bewegen. So, rein da, rein da, rein da. Und Angriff. Oder auch nicht. So, jetzt können ja vielleicht mal die Hastati hier ein bisschen Angst und Verwirrung stiften, indem sie einfach mal sich da hinstellen und Quatsch machen. Und zwar ein bisschen flott, denn meine Kavallerie sieht im Moment auch nicht so viel Licht. So, dann werde ich mal schnell wegrennen, damit wir hier nicht die ganzen Speere abkriegen. Okay, das hat einigermaßen funktioniert, obwohl wir doch relativ herbe Verluste zu beklagen haben, sehe ich gerade. So, jetzt hauen die Pferde natürlich ab. Das ist super, das ist wunderbar für uns. Die Hundetypen scheinen alle tot zu sein, oder? Sind die da? Ach, nee. Nee. Ach, ich glaube, wir haben die Kriegshunde vollkommen aufgerieben. So, und jetzt kommt der Rest meiner Armee natürlich hinterher. So, und ich werde mal den Übereifer meiner Kavallerieeinheiten ein bisschen zügeln.
So, kommt mal hierher. Ach, super. Das sind jetzt nur noch so wenige. Die haben sogar hier in diesem kleinen Flecken Platz. Normalerweise nimmt Kavallerie ja fast das halbe Schlachtfeld ein, wenn man mal eine ordentliche Abteilung mitgebracht hat. Aber nicht so in diesem Falle. So, okay, und ihr könnt euch mal smilen hier. Rennt mal, zack. Ah, jetzt habe ich auch wieder zack. Das kommt davon. Ich habe neulich mal wieder ein paar Folgen Minecraft von Gronkh geguckt. Ist eigentlich ganz interessant. So ein paar von den älteren auch. Und, ups, da kommt schon wieder jemand. Ein paar von den älteren Folgen und, wow. Ist eigentlich doch ganz unterhaltsam noch. Ab und zu mal. Also, obwohl Minecraft jetzt doch schon arg abgelutscht ist, muss ich ja ehrlich mal sagen. Und, ja. Da gewöhnt man sich dann so eine Sachen gleich wieder automatisch mit an, dass man auch mal zack sagt. Außerhalb eines Mountain Blade Let's Plays, was mir ja normalerweise nie passiert. Oh, ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut. Ich werde die mal ein kleines bisschen leiser machen. Achtung, Spannung und die Soundoptionen. Was ist denn da los? Ich mache mal generell ein bisschen leiser. So, 43. Zurück zum Spiel. Okay, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt ein kleines bisschen besser verstehen. Wenn ihr mich vorher schon gut verstehen konntet, umso besser. Yakinator, ist es eine gute Idee, alle seine Hastati-Einheiten hangaufwärts zu stellen? Nein, ist es nicht. Diese Frage habe ich mir jetzt ganz schnell mal selber beantwortet, denn wir haben kaum Zeit. Wir müssen hier richtig, richtig ordentlich flott, zackig Action machen. So, und ich hoffe, die fliehen jetzt gleich mal. Ach, das sind noch ein paar von diesen Kriegshundetypen. Na gut, schnarch. So, und meine restlichen Hastati-Einheiten dürfen sich auch mal hier in die Richtung bewegen. Ach ja. So, jetzt stellt sich hier alles so ein bisschen auf gerade. Die Spanier flüchten kopflos in alle unterschiedlichen Richtungen. Und ihr könnt euch mal ein bisschen beeilen. Da habe ich gar nichts dagegen. Ja. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal... Ach, die Skirmisher. Nee, die werde ich dann mit den Pferden kaputt hauen. Jetzt werde ich erstmal versuchen, den gegnerischen Bodyguard kaputt zu machen. Den gegnerischen General. Der nervt mich schon die ganze Zeit. Und, ja, alle dürfen sich auf den raufstürzen, Leute. Habe ich gar nichts dagegen. Haha. So, böser General. Der General Bergfrühling ist wieder zurück. So, ich reibe hier mal die Skirmisher auf mit meinen Pferden und dann falle ich den General einfach mal ein bisschen in die Flanke, in den Rücken. Mensch, das bietet sich ja geradezu an. Ah, oder auch nicht. Hilfe, schnell weg. Ich glaube, meine Reiter haben gerade ein, zwei Verluste erlitten. Aufgrund der Unmenge an Speeren, die hier auf mich niederprasseln, praktisch. So, und weiter geht's. General, los. Und jetzt müssen meine Einheiten mal ein bisschen flott machen. Die rennen sich hier die Seele aus dem Leib. Ich hoffe, meine Kavallerie flüchtet jetzt nicht, bevor der General und so weiter. Bevor der gegnerische General getötet ist. So, jetzt kommen meine Hastati. Die haben Gott sei Dank schon abgeworfen, sag ich mal. Jawohl. Jawohl. Und der gegnerische General geht den Weg alles Irdischen, beziehungsweise alles Antiken. Er geht in die ewigen Jagdgründe ein. Und jetzt werde ich mal mich hier super ausbreiten. Was ist das? Iberische Infanterie? Leichte Infanterie? Wollt ihr mich vereiern oder was? So. Ach, ich bin so euphorisch heute. Ich weiß auch nicht. Da ist gerade so ein kleines bisschen Schwung drin in dieser Schlacht. Und wir haben bisher noch nicht allzu viele von den Fehlern gemacht, die wir normalerweise immer machen. So, und jetzt dürfen mal alle zusammen ihre Speere werfen. Oder auch nicht. Oder einfach kämpfen. Macht mal. Los. Das möchte ich jetzt nochmal sehen, auch wenn die Framerate gerade ein bisschen einbricht, wenn wir hier in die Nahansicht gehen. Lololol. Und wir gehen mal wieder ein bisschen raus, sage ich mal. So, und das geht jetzt aber richtig flott, sage ich mal. 32, 29. Ja, ja, die Schlacht ist gewonnen. Kann man denen eigentlich auch verbieten, einfach mal ihre blöden Speere zu werfen? Ich glaube, das geht nicht. Die machen das wirklich automatisch. Immer bevor sie angreifen, werfen sie erstmal ihre blöden Speere. Das sind ja so ganz besondere Dinger. Die sind aus einem Material gemacht, beim Aufprall. Verbiegt sich die Spitze des Speeres und somit wird dieses Ding unbrauchbar. Hm. Der Pilates oder wie das heißt, ne? der wird unbrauchbar. Also, die haben das in die Germanenschilde praktisch, in die Germanenschilde praktisch reingesplattert, die Dinger. Und dann sind die da stecken geblieben und dann konnten sich die Germanen auch gar nicht mehr richtig bewegen, weil so ein blöder Speer, der ist auch total sperrig und wir haben gewonnen. Juhu! So, und das soll es auch gewesen sein mit diesem kleinen Exkurs in historische Ungenauigkeiten. Klarer Sieg. 112 besiegte Gegner. Der Gegner hat nur 112 von mir besiegt. Okay, wir waren auch stark in der Übermacht und für eine Verteidigungsschlacht haben wir echt wenig Leute verloren. Hast du gut gemacht, Manius. Jakinatorius. Nee, Julius eigentlich. Aber ja, ist ja eigentlich meine Familie, die ich hier befehlige und die ich hier rumschicke. Also Jakinatorius eigentlich. Aber das steht hier leider nicht. Und wir haben Oscar eingenommen.
Sehr schön. Siedlung besetzen, Bevölkerung versklaven, massakrieren der Bevölkerung. 3631. Eieiei. Was haben die denn alles Schönes? Ach, alles nur so eine. Eieiei. Oh. Gut. Stelle, barbarische Stelle, Markt haben sie. Minen. Sehr schön. Ich glaube, den Tempel, den müssen wir, diesen komischen Hain oder Schrein, den Sacred Grove of Epona, den werde ich gleich mal ebenso wie die Bevölkerung ausradieren. Nee, Bevölkerung ausradieren. Macht das Sinn? Also hier haben wir auf jeden Fall. Nee, eine Warlord's Hold. Was machen wir mit Oscar? Ich glaube, wir besetzen die Siedlung trotzdem. Jawohl, und alles ist in Ordnung. Und zwar deswegen, weil Oscar jetzt inmitten unseres Imperiums liegt und gar nicht mal so weit entfernt von unserer derzeitigen Hauptstadt, die, glaube ich, Massilia ist. Ja. Massilia ist immer noch unsere Hauptstadt. Ach, und das ist übrigens auch so ein Ding. Da muss ich demnächst mal wieder ein bisschen korrigieren. Und der Mittelpunkt unseres Reiches ist ungefähr hier so im Moment. Das heißt, das wäre eher Lugdunensis. Ach, da müssten wir praktisch die Hauptstadt nach Lugdunum verlegen. Dann sieht das dann in den oberen Provinzen auch alles etwas entspannter aus, aber im Moment geht das sowieso. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Eine Sache, um die ich mir aber Sorgen machen muss, ist, ich habe, glaube ich, vergessen, mal die Steuern wieder ein bisschen anzupassen. Und das werde ich jetzt mal ganz schnell, ganz flott und flink bei allen Städten machen. Nicht jedoch, bevor ich hier praktisch das Ding abgerissen habe. This building cannot be destroyed? Wollt ihr mich ver... Ach, die Ausbaustufe ist halt so gering. Ich überlege. Ja, diesen Hainen und Schrein muss ich sowieso mal wegtun. Mach mal einen Ceres-Schrein hin. Dann floriert die Landwirtschaft und das brummelt und rummelt hier. Das ist ja unglaublich. So, Reparatur. Ja, wir müssen irgendwas reparieren. Es muss immer irgendwas repariert werden. Es ist immer was zu tun. Ihr wisst es ja. So, und ein Pferd. Ach, und dann können wir gleich mal hier. Dann können wir gleich mal unsere ganzen Soldaten eher aufrüsten. Beziehungsweise ein bisschen fortbilden. Das ist wesentlich besser. So, und Tempel noch. Dann haben wir noch 106 Gold. Normaler Steuersatz ist erstmal in Ordnung. So, Condate Redondrum. Sieht ganz gut aus. Hoher Steuersatz, hoher Steuersatz. Nabo könnte, überlege ich gerade. Können wir da vielleicht auch sehr hohen Steuersatz machen? Aber sicher. 2200 Gewinn. Meine Güte. So, und hier können wir auch den sehr hohen Steuersatz anlegen. Und hier noch sehr hoher Steuersatz. Manometer. Hier haben wir uns ja echt Geld durch die Lappen gehen lassen. Hier ist der niedrige Steuersatz noch angebracht, weil die Stadt ist auch etwas größer schon. Da muss man immer etwas vorsichtig sein. Massilia auch sehr hoher Steuersatz und trotzdem 125. Trier können wir auf jeden Fall auch den hohen Steuersatz nehmen. Da ist schon hoher Steuersatz mit 90%. Das lasse ich noch so durchgehen. Niedriger Steuersatz, jährliche Spiele. Gut, ich werde mal ein bisschen modifizieren. Ich mache mal normaler Steuersatz und tägliche Spiele. Oder so. Nee. Monatliche Spiele. Monatliche Spiele. Ach, monatlich. Niedriger Steuersatz und. Jährliche Spiele. Was bringt das nochmal? 90%. Okay, dann ist das doch wohl ein kleines bisschen besser. Oder wenn wir doch. Ja, doch, nee. Jährliche Spiele reicht und dann. Ja, dann machen wir das so. Dann bleibt es doch ein niedriger Steuersatz. Ist okay. Das gleicht sich irgendwie am Ende. Ach, verdammt. Das gleicht sich irgendwie am Ende alles aus. So, jetzt habe ich vergessen. Hier müssen wir noch weitergehen. Morgantiacum. Ach, da können wir auch. Können wir doch bestimmt. Nee, können wir nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu niedrig für eine Zufriedenheit. Monatliche Spiele und normaler Steuersatz ist eigentlich ganz gut. Ist ausgewogen. Da will ich mich gar nicht beschweren. Lucius the Killer. Wie geht's denn denen da? Normaler. Oh, jetzt können wir schon hier hoher Steuersatz machen. Und das in Patavium. Na gut, okay, wir bauen ja auch gerade den Reichspalast. Upsa. Und wieder ein Telefonanruf, der mich hier umdreut. Und ich muss mal ganz kurz wegklicken. Einen Augenblick bitte, ich bin gleich wieder da für euch. So, und dummerweise liegt das Telefon jetzt am anderen Ende und es klingelt ein bisschen, ihr kennt das ja schon ab und zu mal. So, und jetzt hat es wieder aufgehört. Super, und ich kann weitermachen. Hätte ich das Telefon jetzt gar nicht irgendwie in die letzte Zimmerecke schmeißen müssen? Ach, verdammt, okay. Gut, aber so eine Dinge, an die denkt man ja gar nicht. An die denkt man ja gar nicht, wenn man sich hier hinsetzt und arglos anfängt, irgendein Let's Play zu machen oder so. Aha, 80% nur noch in Dingsbums. Juvavum hat trotzdem. Aha. Ach so, ja, das muss ja jetzt alles gebaut werden erstmal. Ich glaube, wir machen das mal so. Ja, doch, also die werden sich schon wieder fangen. So, Numancia, niedriger Steuersatz 85%. Das ist auch nicht so gut. Na gut, aber da werden ja auch gerade die Bäder gebaut.
Oskar, wie gesagt, alles in Ordnung. Und damit haben wir, glaube ich, alle unsere Städte abgeklappert. Wenn ich eine vergessen habe, dann tut mir das echt leid. Beziehungsweise auch nicht. Okay. So, ich glaube, das waren erstmal alle Baustellen, die wir hier beackern mussten. Ach so, eine Sache noch. Und zwar möchte ich diesen General hier noch ein bisschen bewegen. Der braucht noch ein bisschen Bewegung. Und ja, zip. Komm mal her, General. Ach, jetzt hab ich doch glatt in die falsche. Na toll, wir müssen natürlich über diese Brücke rüber. Hier kann ich gar nicht rüber. Und da ist dann diese blöde Stadt, glaube ich. So war das. Also bis in die hinterletzte Ecke von Spanien muss man da reisen, bevor man da irgendwas erledigen kann. Beziehungsweise irgendwas reisen kann. So, und trotzdem sieht es hier ganz gut aus. Und ja, ich würde mal sagen, wir beenden diese Runde jetzt endlich mal. Ich habe ja zwei Folgen jetzt dafür gebraucht. Aber ich wollte diese Schlacht noch schnell abschließen. Und dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Session von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Yakinator. Und natürlich Yakinator, dem Imperator. Schaut vorbei auf Yakinators LP-Oase und klickt euch dumm und dämlich. So, tschüss.